Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Heute suchen wir ein neues Land, da wir letztes Mal ja aufgeflogen sind. Jetzt müssen wir nach da hinten reiten. Wo ist das denn da überhaupt? Ah. Ja, natürlich im Kopfgeldgebiet. Ha, wie kann das auch anders sein? Da, wo ich letztens den Zug überfallen habe. Eieieiei. Natürlich da im Kopfgeldgebiet. Naja, dann muss ich da mal das Kopfgeld bezahlen. Ja, was ist das? Aas. Ui, da ist jemand gestorben. He's been shot. Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Nehme ich lieber mal die Schrotflinte. Man weiß ja doch nicht. Da ist ein verrückter Irrer. Be careful. I'm being careful. Ach so. Huch, voilà. It's okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Oh, Deutsche. German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Was haben die hier immer mit den Deutschen? What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait a second, just want to look closer here. Okay, looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch in. They picked the wrong man there. Easy. We should have moved right then, if you asked me. Think this is the right way? Give me a second. Okay.
Continues along the shore here. What were you saying before? Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Hear him? Wait, just... let me make sure this is right. They carry on along this trail. Anyway, what was you talking about? He did. And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Merkwürdig. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Yeah. Maybe. This looks like our feller, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne, Vorsicht! Take cover! I see three. Na toll. Muss eigentlich alles immer eine Falle sein? Gott, verdammt nochmal. Alles hier muss eine Falle sein. Das gibt's doch nicht. Well, that's them dealt with. You get him untied, and I'll see what they've left behind for us. Sie sind alle weg. So, jetzt schneiden wir dich erstmal ganz los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles. Go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Stimmt. Das ist schön an einem schönen See. Könnte wirklich hier ein schöner Platz sein. Sammeln wir hier nur kurz ein bisschen Munition ein. Eine Munition kann man immer gebrauchen. Gatsching, gatsching. Und dann böllern wir mal los. Oh, sorry. Hat meine Familie sie geschickt? Ja, ja. Soll ich mitkommen? Ich richtig gut Deutsch verstehen. Ja, ja. Ein, zwei Sätze kann ich. Huch, da hab ich wieder ein Tier überfahren. Sorry. War auch hier verdammt neblig. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld, Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen ah! Wissen, how did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu deiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look. I'm sorry, friend. I can barely speak English. There we go. Schatz! Andreas! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebst. Oh, wie
wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Ramos. Alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ui, ist das ein Goldbahn? Guess it was a pleasure. Ja! Ui! 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 Einfach mal ein Goldbahn. Gold. Ein bisschen Gold? Immer schön. Ui! Hat ja nicht jeder eine Goldmine. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Oh, das ist wirklich cooler Platz. Sogar ein kleiner Steg ist da. Kleiner Goldbahn. Wunderbar. Ein schöner kleiner Ort. Schauen wir uns hier nochmal schnell an. Ne, das ist hier wirklich ein sehr, sehr geiler Ort. Ja, der gefällt mir wirklich besser. Ja, ja, good morning. Schöner Ort. Wo ist denn unser Zelt? Da vorne. Okay. Wirklich? Ein schöner Platz. Der gefällt mir wirklich richtig gut, weil er halt wirklich direkt an der See ist. Hier kommen schon schön. Aber ich denke, das war's dann soweit von dieser Folge. Wir haben erfolgreich eine neue Location ausfindig gemacht und deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.